Die Wiederherstellung ist eine völlig legitime Schule der Magie. Lasst euch von niemandem etwas anderes erzählen. Natürlich. Guck mal, da ist mein Pferdchen. Und es wartet auf mich. Sollen wir mit Pferdchen reiten oder sollen wir laufen? Ich bin ja eigentlich, hoppala, was Pferdchen angeht, wenn man es ganz genau nimmt, ich laufe doch lieber über die Brücke. Wenn man es ganz genau nimmt, ich möchte doch lieber laufen. Ich möchte noch ein bisschen weiterleben. Und wenn man sich das hier, den schmalen Grat hier anguckt, ich hänge doch sehr an meinem Leben, kann man sagen. Ach, dann über müssen wir auch noch. Bäh. Komm ich da irgendwie runter? Ah! Ja, doch, komm ich. Okay. Hab ich eigentlich Ding dabei? Waffenmäßig, was hab ich eigentlich? Oh, wir haben schon ziemlich viel Zeug dabei. Ich würde mal sagen. Ich würde doch mal sagen, bevor wir da weitermachen, gehen wir erstmal zum Händler. Ich sagte, wir gehen zum Händler. Wir müssen die Karte aufrufen. Ich weiß gar nicht, auch da hinten ist das auch nicht schlecht. Nee, Bastio ist in Ordnung. Können wir machen. Und zwar gehen wir nach... Bin ich denn daheim? Einsamkeit würde ich doch mal sagen. Da gibt es 4 Händler. Naja, 3 Händler und 1 Schmied, wenn man es genau nimmt. Lalalala. Es geht zur Arbeit. Glänzende Gewänder. Eigentlich wollte ich da nicht mal reingehen, weil die blöde Kuh mich aufregt. Aber, naja. Kleinvieh macht eben doch Mist. Die ist sogar da. Schlechter Tag? Ja, wenn meine Kunden meine Zeit mit Schwatzen vergeuden und nichts kaufen wollen. Ich hab's gewusst. Lasst mich alles stehen und liegen lassen, nur um euch behilflich sein zu können. Das macht gar keine Umstände, wirklich. Bist du jetzt fertig? Können wir jetzt anfangen mit Verkaufen? 8.51 Uhr abends. Also knapp 21 Uhr. Die hat die Schnauze voll und geht jetzt heim. Ich auch. Es heißt Elend, wenn sei außer sich vor Zorn. Es gab ein großes Fest in der Talmor-Botschaft und einer der Gäste hat einen verbotenen Bereich betreten. Soll ganz schön Ärger gegeben haben. Ups. Hättet ihr vielleicht etwas? Nein, hab ich nicht. Für einen Veteran üben? Nein, hab ich nicht. Ich werde hier mal eine Matratze hinlegen. War das jetzt hier oder war das jetzt da? Oder war das vielleicht doch hier? Oder war das überhaupt nicht da? Ich sag mal, kann das vielleicht sein? Das ist nicht wahr jetzt, oder? Ich habe ja vorhin ein kleines Problem gehabt. Ne, ist noch da. Mein Außenboss... Oh, ist noch da, okay. Wollen wir... Ne, wollen wir nicht. Ne. Nee, dann, was wollen wir? Machen wir anders. Dann gehen wir in den stinkenden Skiber. Zwingenden Skiber, natürlich. Und dann uns da eine Koje holen. Ein Bettchen. Er hat ja vorhin, wo ich gestartet habe. Wenn ihr euch für ein paar gute Gerüchte interessiert, kann ich euch helfen. Ohne Mods gestartet. Willkommen im zwinkernden Skever. Wir möchten ein Zimmer mieten. Für heute gehört das Zimmer euch. Ich zeige euch euer Zimmer. Hier entlang. Das Befiedern gefällt mir. Es ist schwierig und manchmal eintönig, aber ein guter Pfeil trifft, als hätte ihn ein wütender Gott verschossen. Die Feinde von Himmelsrand finden ihr Ende. Weh euch, das Drachenblut naht. Das ist sehr schön. War das Dunkel, es lebt die Legende. Für wahr, das
Das Drachenblut ist da. Ein Prost. Lasst mich wissen, wenn ihr sonst noch etwas braucht. Verräter, Bürgerkriege, Drachen. Verkaufen? Drauf. Nein, ich verkaufen. Und zwar. Ne, Moment mal. Was hast du eigentlich? Hast du Butter vielleicht zufällig? Schade, du hast keine Butter. Hat du vielleicht Salz oder so? Oh, Salz hat er 2 Stück. Ja. Das ist sehr schön. Er kauft ja wirklich sehr viel ein. Dann kriegst du von mir Apfelkuchen, die Süßkuchen kannst du haben, die Honigschnitten kriegst du von mir, der Steinhuscherei, Weizen kriegst du nicht. Den Knoblauch könntest du eventuell vergettet. Gut, dann haben wir schon mal das weg. Ja, komm. Verpiss dich. Schlafen im Bett bis morgen früh um, keine Ahnung, sagen wir mal, wir schlafen 10 Stunden. Ist doch jetzt wurscht. Die singt immer noch. Er ist immer noch am Laufen. Ich will meinen Abschluss machen und mich dann bei der Armee verpflichten. Meine Trommeln werden unsere Truppen zum Sieg führen. Es ist eine Ehre, Viarmo als Ausbilder für die Trommelkunde zu haben. Aber er ist für meinen Geschmack viel zu zurückhaltend. Ach so, das ist ein Bade. Ich krieg wieder GEMA. Ist unser und soll unsers bleiben. Wir werden den Fremden schon die Eier einreiben. Nein, das kann nicht wahr sein. Nein, hab ich nicht. Lappen, geh arbeiten. Such dir einen Job, du Sack. Kann ja wohl nicht. Nein, hab ich nicht. Für Veteran hab ich... Boah, das ist ein Pferd hier. Arschloch. Mich wissen, wenn euch etwas gefällt. Natürlich. Beirand sagte, ihr wäret kurz ja. Schmuckstücke, Krimskrams, solche Sachen. Ja, erzähl mal. Hier. Was haben die an? Ah, den Bogen kannst du haben, den 5-mal Schmuck kriegst du. Die kannst du haben, die 14 Pfeilchen dazu und die abgeschworenen Rüstungen. Die Schwerter dazu und die Stiefel. Die kriegst du nicht von mir. Gut, den orkischen Dolch, den Elfendolch. Ja gut, den Eisendolch, den orkischen Zweihänder. Hm. Das orkische Schwertchen, natürlich. Stab der Funken, Stahldolch und der Vulkanglasdolch, der Qual. Wer die Qual hat, hat die Wahl. Ja, Belzarmschiene, Vulkanglasschild, sie hat leider nicht mehr so viel Kohle. Die Halskette für 55, die goldene. Meine Spinnen sind noch drin, die Butter, das Happa Happa und Schlapp Schlapp habe ich noch, den Glühstaub, sie hat leider nur noch 2. Das heißt, sie kriegt von mir eine Riesenzehe für 2, kriegt sie nicht, der Knochenmehl kann sie haben. Ihr seid im Kram mit Charme jeder. Apropos, was hast du zu verkaufen? Etwas hiervon, etwas davon. Hast du vielleicht Butter, die Mehlsäcke, die Mehlsäcke kaufe ich dir ab. Dann nehme ich dir noch Salz. Heilung, Eichenhaut. Eichenhaut. Barinza, Band 1, 2 und 3. Der Bettlerprinz. Was hast du? Ebenerzbarren. Oh. Wenn ich das gewusst, ey. Hier, Silbererz nochmal. Das war schon. Schade. Hast du vielleicht ein Saphir hat sie noch für 886 Öcken? Oh ja, Kleinvieh macht auch Mist. Hier, guck mal, du kriegst noch das Vulkanglasschild, kriegst du noch, dann kriegst du noch, das, du kannst die Rolle des Schneesturms noch haben. Die hat ja noch ein bisschen Geld. Kohle, Money. Eisgeistzähne, die Frostsalze, Glühstaub, die Hexenrabenfedern kriegst du nicht. Ist nichts wert, schade. Die Bergblume kannst du haben, die blutende Krone, die Cannabis kannst du haben, das nichts wert. Das Dornherz kriegst du nicht. So viel schon mal dazu. Steinhuscherei kannst du haben, Salz der Leere, die Riesenzehe gebe ich dir. Was haben wir denn noch? Gedanken zur Alten? Nee, das verkaufe ich nicht.
Was haben wir denn noch? Die Drachenknochen und die Schuppen dazu. Klaas habe ich zweimal, den gewöhnlichen Seelenstein kannst du haben. Den Schneebärenpelz. Das war's eigentlich. Den Hockerzahn. Ja. Gut, dann hätten wir das nämlich auch. 107 Dietriche habe ich. Bitte empfehlt uns an eure Geschäftspartner weiter. Nein, ich sowieso. Welche Geschäftspartner? Ist ja auch egal, wurscht. Ja, genau. Neue Stufe auch noch. Gesundheit. Mahlzeit. Was haben wir denn? Zwei Talente habe ich zum Verbessern. Redekunst habe ich 62. Das bringt mir sehr viel. Oh. Oh, überreden hätte ich anzubieten und einschüchtern. Dann hätte ich noch Händler. Du kannst jeden beliebigen Gegenstand bei jedem Händler verkaufen. Das habe ich letztens gemeint. Ja. Das heißt, wir können jetzt überall verkaufen. Schleichen, leichte Rüstung, Schießkunst. Nee, Schießkunst wollte ich eigentlich nicht. Einhändig 41. Kampfhaltung, da brauche ich 50. Brauchen wir also noch ein bisschen einhändig. Müssen wir noch ein bisschen trainieren. Wir können noch ein bisschen Schleichen dazu nehmen. Leichtfüßigkeit, du löst keine Druckplattenschalter mehr aus. Ja. Ich hätte aber gern lautloses Abrollen. Das heißt, wenn ich jetzt im Schleichmodus bin und ich drücke die Taste fürs Rennen, dann rollt das sich ab. Wenn du beim Schleichen sprintest, magst du eine Vorwärtsrolle. Hm. Genau. Oder wie wäre es mit Schlossknacken? Kriege ich aber nichts. Goldene Hände oder flinke Hände, kriege ich nichts. Taschendiebstahl 17, Fingerfertigkeiten, Taschendiebstahlbonus von 20%. Ja, ne, ich heb mir den einen, heb ich mir auf. Mal gucken, was wir inventarmäßig haben. 97 Pfund haben wir. Ich habe Arbeit für euch, falls ihr interessiert. Ich habe kein Interesse. Ein paar Münzen für einen Veteran, das ist doch nicht zu viel verlangt. La 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 la, der Weinhändler. Oh. Ihr seht aus als einen Apfel für die Gesundheit. Was hast du zu verkaufen? Ich brauch Butter. Nein, das kann nicht wahr sein. Wie sieht's aus mit Salz? Ach, das gibt es nicht. Das kann doch nicht wahr sein hier. Kommt wieder, wenn ihr wisst, wie ihr euer Geld ausgeben. Hier gibt es reichlich ja. Frischen Fisch für euch. Ihr und eure Tochter wart bei der Hinrichtung? Swari, ja. Es war hart für sie. Sie vermisst ihren Onkel. Ich habe zu erklären versucht, dass Rockwie etwas Schlimmes getan hat und jeder für seine Aktion verantwortlich ist, aber ein Kind fühlt da anders. Hm. Wo fangt ihr die Fische im Meer? Seht es euch an? Wahrscheinlich. Die drei Dietriche kaufe ich dir ab. Salz kaufe ich dir ab. Den Aldobein kannst du selber saufen. Ein Korb. Du hast einen Korb zu verkaufen. Bäh. Ja, 7022 hat das Opfer hier. Ja, da leckst mich doch am Arsch, du. Und ich habe nichts zu verchecken hier. Doch, ich habe hier was zu verchecken. Ja, kannst du haben. Ja, Kleinvieh macht auch Mist. Wie schon gesagt, ich habe nichts. Das gebe ich nicht her, das will ich nicht hergeben. Das kann ich nicht hergeben, das darf ich nicht hergeben. Mhm. Der Ring der Zerstörung. Zerstörungszauber haben 15% weniger Magie. Kosten weniger Magie, hier. Ich brauch so Zeug nicht. Oh, hier haben wir wieder was. Das Waffenschmieds und Eisgeistresistenz und hier Gift, blub. Wundertrunk der Gesundheit. Bäh. Oh, hier habe ich noch ein bisschen was. 7 Stück davon. Hier. 15, 31, 12, 6, 2 und 17. Und alles wiegt ein halbes Pfund. Alter Mann. Ich sollte vielleicht auch wieder... Oh,
Hier ein Distelzweig kannst du haben. Und das war's eigentlich. Salz der Leere, Weizen, Zweiglingssaft, Zweiglingsöl. Verdammt, 101 nur für das drum. Das war's eigentlich auch schon. Sieh mal einer an. Ich habe nur 2 Lederstreifen. Schön. Wir leben in unruhigen Zeiten. Ja. Passt dort draußen auf euch auf. Ich passe immer auf mich auf. Guck mal, Unkraut. So, wir haben jetzt richtig Asche gemacht. Ja. Dann über müssen wir jetzt. Ich habe echt keinen Bock, dann über zu gehen. Ich habe wirklich null Bock, dann über zu gehen. Ehrlich. Ich möchte jetzt mal zu meinem Außenposten. Erst mal zu meinem Außenposten ein bisschen was loswerden. Mal gucken, ob alles in Ordnung ist. Ja, eigentlich schon. Kann man sagen. Ist eigentlich immer alles in Ordnung. Obwohl letztes Mal ist was schiefgelaufen.